Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Ihr hattet auf Instagram abgestimmt und heute gibt es ein Gericht von mir, was ich in der kommenden Saison auf jeden Fall öfter mitnehmen werde, um Konserven zu vermeiden. Ich verrate euch vorab schon, dass es ein Eintopf wird, beziehungsweise ein One-Pot-Gericht, also ihr braucht nicht unendlich lange irgendwelche Zutaten vorbereiten, sondern das kommt alles in einen Topf und kann dann in Ruhe vor sich hin köcheln. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und ich zeige euch, was ihr dafür braucht. Für dieses Gericht benötigt ihr Kartoffeln, eine Zwiebel, Porree, einige Kräuter und Gewürze, wie jetzt hier zum Beispiel Cayennepfeffer oder Paprikapulver, Curry, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe. Hier habe ich noch einmal Kräuter der Provinz, Tomatenmark, eine Zucchini, die sich hier drunter versteckt, eine Paprika, ein bisschen Sellerie und eine Möhre, beziehungsweise hier sind es 1,5 Möhren. Als erstes solltet ihr auf jeden Fall eure Zutaten einmal abwaschen, besonders diese Kartoffeln oder auch die Möhren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir uns schon dem Schälen widmen. So, wenn ihr eure Zutaten geschält habt, dann können wir auch schon ans Schneiden gehen. Und zwar werde ich meine Zutaten alle in kleinere Würfel schneiden. So, ich habe jetzt die Zwiebeln, den Sellerie und ein bisschen Öl schon mal in den Topf gegeben und werde dazu jetzt noch Sojagranulat geben. Das ist mir gerade so als Idee gekommen, so als Hackfleisch ersetzt. Und das brate ich dann kurz an. So, das hat jetzt einen kleinen Moment gebraten und jetzt werde ich Gewürze dazu geben. Ich mache das immer nach Gefühl, aber ihr könnt euch vorstellen, von jedem Gewürz kommt ungefähr ein Esslöffel rein. Von dem Tomatenmark könnt ihr auch ungefähr 1 bis 2 Esslöffel zu dem angebratenen hinzugeben. Ich habe jetzt alle Gewürze reingemacht und gebe ungefähr 1 Liter zu dem angebratenen hinzu, damit das eben nicht anhackt und jetzt anfangen kann zu köcheln. So, alle geschnittenen Zutaten habe ich jetzt in den Topf gegeben. Ich werde jetzt den Deckel drauf machen und dann kann das ungefähr 1/2 Stunde vor sich hin köcheln. Ich weiß, man sieht jetzt nichts mehr von der Flüssigkeit, aber bedenkt, dass das Gemüse noch Wasser verliert und eingeht, also wird das nachher ein richtig guter Eintopf werden. Nach ungefähr 30 Minuten ist der Eintopf dann fertig und ihr könnt ihn in Gläser oder zum Beispiel in eine Tupperbox abfüllen. Alle Zutaten lassen sich natürlich austauschen, besonders für die, die es nicht so scharf mögen. Den würde ich jetzt nicht unbedingt Cayennepfeffer empfehlen, aber ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gericht, um es mit auf Con zu nehmen. Ich persönlich liebe Eintöpfe auf Con und finde sie auch ziemlich praktisch, denn ihr habt genug zum Essen, um wirklich satt zu werden und auch noch Flüssigkeit. Und nun sind wir auch schon am Ende meines Videos. Wenn ihr dieses Gericht mal nachkochen solltet, sagt mir doch mal, wie es euch geschmeckt hat oder auch, was eure Möglichkeiten sind, wie ihr euch auf das Essen für die Con vorbereitet. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!